Wir haben ja extra so lange gewartet mit dem Podcast, bis alle einen haben. Dass wenn wir dann kommen, dass auf uns niemand mehr gewartet hat. So ist es. Dann sind die Erwartungen schon ein bisschen tiefer. Der Meme Sikora, Chefredakteur vom 12, von dir erwartet man Fußballkompetenz. Oha, ja, ich probiere mein Bestes. Ich bin Chef Blutgrätschi vom Radio. Ja, das ist das Konzept von diesem Podcast. Ich habe keine Ahnung, aber trotzdem eine Meinung. Der Meme, der hat zum Glück beides. Und wir holen uns jedes Mal über Dritts mit ins Boot. Es ist ein Starstürmer auf Leihbasis, sozusagen. Heute, es ist mir eine Freude, es ist mir eine grosse Ehre, der Kabarettist, IB-Fan und Frauenfußballversteher Benz Friedli. Schön, bist du da? Ja, ich bin gerne da, aber jetzt hast du schon dreimal gelogen. Du bist nicht Kabarettist und also nicht IB-Fan. Ich habe eine Meinung, aber keine Ahnung. Aber ich bin nicht Starstürmer, ich bin Außenverteidiger. Ich bin nicht auf Leihbasis, ich habe einen 5-Jahres-Vertrag. Mein Präsident hat vor einem Jahr gesagt, als ich gesagt habe, ja, eine Saison mache ich noch, hat er gesagt, 5 more years. Und in der Zürcher Alternativliga? Genau, genau. Der Meme könnte, glaube ich, ein Lied. Haben wir ja auch schon gegeneinander gespielt? Wir haben sicher schon mal gegeneinander gespielt. Ich will jetzt auch mal behaupten, wir haben gewonnen. Im Verlauf von dem ist auszugehen. Ja, genau. Nein, wir haben gar nicht so eine schlechte Saison im Moment. Es gibt ja Leute, die behaupten, Menschen, die nie selber Fußball gespielt haben, haben kein Recht, über Fußball zu urteilen und Fußball zu diskutieren. Sind ihr auch dieser Meinung? Ich ganz explizit nicht. Also, kommt auch darauf an, wenn man gar keine Ahnung und noch nie auch nur schon im Grümpi gespielt hat oder sonst irgendwie und auch nie etwas schaut, dann ist es vielleicht ein bisschen gewagt, zu sagen, ja, ich habe eine grosse Ahnung, aber man muss sicher nicht Profifußballer gewesen sein, um irgendwie können beurteilen, was im Fußball so abgeht. Man muss ja auch nicht wahnsinnig ein guter Saxophonist sein, um können Kritiker von Jazz-Schallplatten sein. Also, ist etwas das Gleiche. Aber auch du schön spielst Fußball? Ja, nicht mehr. Meine Knie lassen das leider nicht mehr zu. Aber im Kopf spiele ich immer noch mit. Offensiver Mittelfeldspieler? Natürlich. Ein Spielmacher. Genau, der nicht läuft, immer die schönen Pässe gibt, wenn sie da kommen, mit Mitspielern verflucht, dass sie falsch gelaufen sind. Genau. Also das Konzept aus den 80er-Jahren, genau. Wo der Herr Platini noch mit 300 Meter nicht zurückgelegt, ja. Aber hat das Spiel gelenkt. Jetzt nicht mehr. Ich bin von vorne nach hinten durchgereicht worden. Ich habe mal als hoffnungsvoller Stürmer angefangen und bin dann immer weiter hinter versetzt worden, bis ich als rechten Außenverteidiger geendet habe, dort, wo ich am wenigsten anrichten konnte. Der Benz hat schon dort angefangen. Ja, schon dort angefangen. Sie lassen mich dort. Es ist, du hast das schön gesagt mit dem Jazzkritiker. Mein erster Sportchef in der Berner Zeitung, als ich Sportjournalist war, der hatte eine Kinderlähmung und einen Fuss verkrüppelt und der hat naturgemäss sein Leben lang nie können shooten. Und immer wenn er einen auf der Pressetribüne das getroppt hat, ja, einer, der nie selber geshootet hat, der sieht das Spiel einfach nicht, der hat Schaum vor dem Mund gehabt und hat seitdem, von dem bin ich geprägt, von dem Urs Frischknecht, Gott hab ihn selig, nein, man muss nicht selber geshootet haben. Was mir auffällt, ist, du schaust anders, also ich schaue halt immer dem rechten Aussenbeck zu. Was macht der? Und wie müsste man stehen? Und lehre ich es auch noch auf die alten Tage? Ist so ein bisschen, ich finde, man schaut anders, aber dass man nicht darüber urteilen könnte, wenn man es nicht macht. Das. Es hat sich auch verändert. Ich bin noch nicht so viel gelaufen als rechter Aussenverteidiger. Heute sind die ja die, die die Linie nur und ab und u und ab und u und ab rennen und am Schluss am meisten Kilometer auf dem Tacho haben. Das ist ja auch noch etwas anderes. Wenn man jetzt findet, wenn man mal Profifußball gespielt hat, dann hat man wie so das Recht, um sich äußern über den Fußball. Aber wenn man dann sieht, dass sich teilweise sozusagen Experten irgendwie gehen lassen und irgendwelche Meinungen kundtun, wie das jetzt funktionieren soll, wo der letzte Fußball, den sie erlebt haben, irgendwie die Abstiegsrunde 1983 war und der Fußball sich seither doch massiv verändert. Musst du jetzt schon an dieser Stelle nach wenigen Minuten den Gilbert Gress ins Spiel bringen? Das finde ich wirklich... Nein, finde ich ein bisschen unfair. Ich habe es ohne Namen gemacht. Okay. Gilbert Gress war nie in der Abstiegsrunde, natürlich. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, oder? Es hat sich verändert. Was ich dir sagen kann, wir können uns hinterher lernen, die Fußballkompetenz ist ganz allein dort angesiedelt. Das ist gemein. Im Meme. Wie wird man Chefredakteur? Ja, das verlassen wir uns. Wie wird man Chefredakteur von einem Fußballmagazin und befasst sich Tag und Nacht nur mit Fußball?
Das stimmt natürlich so nicht. Ich befasse mich natürlich nicht Tag und Nacht mit Fußball. Das ist furchterregend langweilig. Das machen ja Fußballer schon. Bei allem, was du weißt, kann es gar nicht sein, dass du noch mit irgendetwas anderem dich auseinandersetzt. Das hat sich halt angesammelt. Du weißt ja, die Sachen, wo man sich sehr dafür interessiert, die bleiben irgendwie viel einfacher hängen. Ja. Wenn ich jetzt französische irreguläre Verben muss lernen, dann braucht das wesentlich länger, als wenn ich das Resultat von der WM 1978 oder so auswendig lernen muss. Ich würde jetzt gerne behaupten, dafür kann ich die französischen irregulären Verben dir einfach so. Wir reden natürlich über Frauenfußball, wenn der Benz da ist, über die streikenden Spielerinnen zum Beispiel in Spanien, wo ja den Streik schon wieder beendet haben. Wir reden über die Super League in diesem Podcast, wo doch nicht auf 12 Teams aufgestockt wird, über den FC St. Gallen, wo einen Lauf hat, wo die Liga begeistert. Und wir reden natürlich über die Schweizer Fußballnationalmannschaft. Müssen wir natürlich nach der erfolgreichen Qualifikation für die Euro 2020, die grosse Euphorie ausgelöst hat im ganzen Land. Die Partie ist aus. Wir gratulieren der Schweizer Mannschaft zur Qualifikation für die EM-Endrunde. Danke, gute, merci. Ja, so sachlich habe ich den Ruf noch nie gehört. Was ist los? Ja, was frage ich euch, was ist los? Die Schweizer qualifizieren sich schon wieder für die Endrunde von einem grossen Turnier und irgendwie hat man nicht das Gefühl, das Land ist in einem Freudentaumel. Das ist halt das, was irgendwie so dazugehört, wenn du dich so regelmäßig für eine Endrunde qualifizierst. Ihr wisst das noch, wo sich die Schweiz 1994 nach 2000 Jahren gefühlt nicht mehr für eine WM qualifiziert hat, sie dann nachher alle Dämme gebrochen und die Schweizer haben richtig gefeiert. Und jetzt gehört es halt einfach dazu, dass man sich qualifiziert. Hat natürlich auch damit zu, dass sich die Hälfte der Länder jeweils für eine Endrunde qualifizieren und darum gar nicht mehr so etwas Spezielles ist. Ja. Und dass der Gegner jetzt gerade darum ist, vielleicht der Sascha Rufer auch ein bisschen gedämpft gewesen, halt dann doch Gibraltar gewesen ist. Ist also, das ist bei dir und Begeisterung? In meiner Generation, der Mama spricht das gerade an, hast du zuerst müssen lernen, Schweizer Fan sein, weil als ich bei einjährig war, war die Schweiz zum letzten Mal an der WM, 66 in England, und dann 28 Jahre nicht. Ehrenvolle Niederlage. Wir hatten Deutschland-Liebli an, meine Kollegen, ich Italien-Liebli, die anderen Frankreich-Liebli, wo man halt mit den Eltern in die Ferien ist. Man hat für andere Länder gefahren. Und nachher ist das 94 gekommen, das war erstens gross gewesen, das ist bis heute für mich die Schweizer Nationalmannschaft. Ich behaupte, die sind heute noch beliebter als die aktuelle. Alain Sutter, Georges Brecq, im Ciriakos Forza. Ja, Alain Geiger, die ganze... Hottiger Herr. Ja. So legendär, eigentlich Sion Lausanne verstärkt. Mit dem Roy Hodgson als Trainer. Heute noch legendär, ja. Hat übrigens sehr modern, ich habe den Match wieder geschaut letztes Jahr. Wir haben ja das Team zusammengetrommelt und haben mit denen den Match nochmal geschaut, gegen Rumänien, und das ist... An der WM. Schweiz, Rumänien 4-1, ja. an der WM 94 USA. Das ist so ein moderner Fußball gewesen. Der Hodgson hat dann moderne, die Deutschen haben noch mit Libero gespielt, der Hodgson hat eigentlich die Viererkette erfunden und hat sie von Schweden quasi auf den Kontinent abgebracht und die grossartig geschüttet. Also, da haben wir gelernt, Fernsehen. Und hat das irgendwann genau gekehrt, dass wir ja halt jetzt verwöhnt sind, dass es jetzt gekehrt hat, wir sind zwei Italiener oder die Deutschen, man wäre hässig über eine Nicht-Qualifikation. Man erwartet es halt einfach von und das bedeutet noch nichts. Das ist so das eine, denke ich, dass wir halt gewöhnt sind an die Endrunde, und das andere ist, dass das Team weder das Team noch der Coach in den Herzen der Fans ist, und ich behaupte nach wie vor, mit der Herkunft von denen hat das nichts zu tun. Also, weißt du, die Italiener, die haben sich doch mit gewissen Ausnahmen, die gar nicht allzu lange zurückliegen, auch regelmässig seit vielen Jahren qualifiziert, und dort ist die Euphorie trotzdem gross im Land, wenn es um die Squadra Azzurra geht. Ja, aber bei einer Qualifikation jetzt schon nicht. Also das braucht dann schon, muss schon mindestens bis im Viertelfinale und Halbfinale kommen, bis dann wirklich das ganze Land auch in Italien erfasst. Und da in der Schweiz braucht es halt mittlerweile auch sehr viel. Man ist sich gewöhnt, dass man sich qualifiziert. Man ist sich sogar gewöhnt, dass man eine Runde weiterkommt. Also dann, wenn die Euphorie kommt, das ist dann, wenn man tatsächlich mal ein Achtelfinale überstehen. Und das mit der Sympathie, das glaube ich eben nicht. Also ja, es hat sicher sehr grosse Teile, die aus völlig unverständliche Argument findet, der Petkovic sei ein schlechter Trainer und die Mannschaft sei nicht irgendwie mit dem Herz bei der Sache. Ich trage die Kritik, finde ich, wirklich das Hinterletzte. Also ich finde es, auch wenn du die 94er da so hochhaltest, ich finde die Nationalmannschaft, die wir jetzt haben, unter dem Petkovic, mit Abstand die beste, die es je gegeben hat, sowohl individuell wie auch... Darum bist ja du in dieser Sendung, weil du Fachkompetenz hast.
Ja, aber das bestätigt doch relativ viel. Also, der Wladimir Petkovic ist auch der erfolgreichste, gemessen an den Punkten, den er geholt hat mit dieser Mannschaft, der erfolgreichste Trainer von der Geschichte im Schweizer Fußball. Mhm. Wieso ist er trotzdem so ungeliebt? Also, es hat sicher damit zu tun, dass es sein Auftreten ein bisschen schnodderig überkommt, manchmal. Das kann durchaus so sein. Aber natürlich vor allem auch, weil er schon das Standing hat, weil er ursprünglich aus einem anderen Land kommt. Dann gibt es schon mal gewisse Bevölkerungsteile, wo findet, den lehne ich mal grundsätzlich ab. Er kann von mir aus der beste und der idealste ein super Typ sein, aber er kommt halt von dort. Das Roy Hodgson, Otmar Hitzfeld. Die kommen halt nicht aus dem Balkan, das muss man halt so sagen. Mhm. Und halt, er hat nie die Lobby gehabt. Also wir haben uns jetzt so viele Mal für eine EM qualifiziert und der Einzige, der sich nicht für eine Endrunde qualifiziert hat, ist der Hitzfeld. Ist der Otmar Hitzfeld. Und Otmar hat den Blick sich. Der Otmar Hitzfeld ist auch Träg mit Ring gegeben. Genau, in einer Gruppe gegen Montenegro gescheitert. Er hat es nicht geschafft, zum Honduras zu besiegen. Aber wenn man so Luxemburg. Eine Lobby hat, ja, Luxemburg verloren, bin ich im Stadion gewesen, das muss man mal noch zurückzahlen. Mit dem Ringier-CEO gegolfen, dann bist du auf der sicheren Seite. Ja. Das muss man ja an Petkovic fast hoch anrechnen, dass er das nicht macht. Und zwar noch betont nicht. Also er ist ja, reagiert manchmal ein bisschen typiert bei dieser Kritik, die ihm entgegenkommt. Und es hat ja die wunderschöne Szene gegeben, wo sie einen Zusammenzug haben vor ein paar Jahren im Tessin, wo alle die deutsch-schweizer Sportjournalisten halt dort gewesen sind. Und dann fängt die Pressekonferenz an und er redet einfach auf Italienisch. Und sind alle komplett ratlos dort. Wir verstehen es ja nicht, was macht denn der? Und er findet, ja, Italienisch, Landessprache. Wir sind hier im Tessin, ich rede jetzt Italienisch. Mhm. Macht es natürlich nicht einfacher. Ist sehr schön, es läuft fast eine Medienkampagne. Also man muss sagen, der Vertrag von Wladimir Petkovic läuft aus. Also wer jetzt ausgelaufen, verlängert sich automatisch durch die Qualifikation bis zu den Euro. Jetzt geht es darum, verlängert man mit ihm? Will er überhaupt auch verlängern? Und jetzt die Zeitungen schreiben schon extrem gegen ihn an. Der Blick, die Zeit für eine Trennung nach 6 Jahren ist für alle Parteien die beste Lösung. Zu viel hat im kommunikativen Desaster geendet. Die NZZ schreibt, das Nationalteam ist mehr als Lieferant von Ergebnissen. Deshalb ist es Zeit für Veränderungen. Sie müssen bei Petkovic beginnen. Oder der Doggy, Petkovic mag auf dem Trainingsplatz stark sein, daneben ist er es nicht. Sind Fussballjournis echt ein bisschen beleidigt, weil er sie nicht hofiert und schreibt jetzt gegen ihn an. Was ist der Grund für die Abneigung? Das ist natürlich wahr. Es gehört nicht einfach so gut zum Jobprofil, dass man ein Fachmann sein, er mag gute Resultate haben, aber es gehört halt einfach zum Jobprofil, dass du die auch kannst verkaufen, dass du rhetorisch gut bist, so wie der Klopp, vor allem in der Selbstvermarktung, neben den guten Resultaten, ist der Klopp immer ein grossartiger Selbstdarsteller mit komödiantischen Fähigkeiten gewesen, darum liebt man ihn. Und, sorry, aber das ist im Jahr 2019 einfach Teil vom Jobprofil und Teil vom Lohn. Und er, nicht nur, dass er auf Deutsch gerade bricht, das kann man ihm nicht verargen. Es ist jetzt einfach schwierig für ihn, Deutsch zu reden. Italienisch ist er nahezu perfekt, das stimmt. Und das ist immerhin eine Landessprache. Aber dass er sich so einfach drückt um all die Kommunikationsaufgaben, das ist schon eine Katastrophe. Das habe ich auch natürlich. Ich wünschte mir schon auch ein bisschen einen Nationalcoach mit mehr Entertainment-Qualität. Der eine, wo ich mich auch freue, dann, wenn dann das Interview kommt, und ich freue mich nie. Gut, das wirklich, ist ich freue mich nie aufs Interview mit Wladimir Petkovic. Sind was? Super. Warum sind die super? Weil sie sagt nichts. Er sagt relativ konzentriert, relativ verdichtet. Er macht das, was er muss. Er macht nicht mehr. Man merkt ihm an, er macht das nicht gern. Mhm. Aber ich finde, halt, das gehört auch nicht zu seinem Job. Es gehört zu seinem Job, um nachher anstehen und etwas machen. Aber was wollen wir? Wenn wir einen guten Nationaltrainer, und das ist er zweifelsohne, also das sieht man an der neuen Flexibilität und Variabilität, die er in die Nazi reingebracht hat, wohingegen das Spiel unter Otmar Hitzfeld wirklich etwas vom Schlimmsten gewesen sind für Fußballliebhaber überhaupt. Und er macht jetzt das halt vielleicht den Teil nicht so gut, aber vielleicht hast du einen anderen, der dann gut ansteht und super parliert, dafür ist er kein guter Trainer. Meine Kritik eigentlich an Verband. Man kann sagen, voilà. Okay, dort ist ein Manko vom Trainer, den stellst du ihm aber nicht einen zur Seite, der leider auch gerade zufällig aus dem Tessin kommt und leider auch gerade nicht Deutsch kann. Das ist einfach, sorry, wir reden hier von einem Markt. Fußball ist heute einer der grössten Märkte der Unterhaltungsindustrie. Jetzt reden die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer in Gottes Namen Schweizerdeutsch und Deutsch, dann ist der Dame nicht, ob er jetzt im Hintergrund am Wirken ist, was er offenbar ist. Er hat immerhin den Petkovic dazu gebracht, im dritten Anlauf dann doch nochmal auf das Liverpool zu reisen. Und du redest von Pierluigi Tami, der Teammanager jetzt geworden ist. Der neue quasi Direktor von der Nationalmannschaft, der faktisch davor gesetzt ist. Und jetzt schon ein bisschen, also minim ja die Kommunikation verbessert hat, indem der Petkovic zum Beispiel jetzt am Tag, wo er sein Aufgebot jeweils bekannt gibt, das auch begründet.
warum ist der Lichtsteiner dabei oder nicht dabei und so weiter. Das sind einfach Selbstverständlichkeiten im Medienzitat. Und der Verband schützt ihn nicht vor, sagen wir es jetzt so, vor dieser Schwäche. Dass er nicht Deutsch kann, das ist zum Beispiel für uns Kabarettisten. Er kann schon Deutsch. Ich meine, wir haben alle Petkovic-Parodie im Programm, weil es nicht so schwierig ist. Die Mannschaft hat gesucht, gute Occasionen hat kreiert. Das ist gemein, weil fachlich sagt er gutes Zeug, er kann es einfach nicht so gut dann sagen. Ist mein Vorschlag, wir lassen ihn seinen Job machen als Nationaltrainer, weil der macht er unbestritten hervorragend gut. Aber du stellst irgendeine Schnur an, die er verkauft. Das ist doch nicht so schwierig. Irgendein Maskott, irgendein Komiker, der Ben Friedli oder der Jürg Stiel von mir aus. Stell dir doch den Jürg Stiel an, der nach dem Spiel ansteht und für den Verband und für die Mannschaft. Und weiss Gott, nicht ungern redet. Voilà. Dann kommt aber genau wieder das. Du kannst den Stil schon mal probieren zum Anstellen. Zuerst zum Beispiel Deutschland hat er versucht, die haben dafür den allglatte Oliver Bierhoff, der ja, alles super begründet. Funktioniert. Also dort hast du dann mindestens die Hälfte von den Leuten, die sagen, der allglatte, geschniggelte Typ, der irgendwie verkaufen will, warum das jetzt die Mannschaft soll auf irgendeine hoch einträgliche Asien-Tournee gehen. Das klingt einfach so, der ist einfach ein super Verkäufer. Aber die Hälfte der Leute finden genau das eigentlich, schlecht. Tom, kann man ja nicht einen anderen herstellen. Eigentlich muss man ihm beibringen. Nein. Du kannst ihm nichts beibringen. Mal, dass er hersteht. Und mich ärgert nicht, dass er gebrochen Deutsch redet. Das kannst du nicht. Das darfst du niemandem vorwerfen. Aber was ich von ihm verlange, ist, dass er lehrt, herstehen und du kannst nicht nach dem Match, dem Serben-Match letztes Jahr, wo wir zusammen in der letzten Runde am Farbfernsehen waren. Ein Doppeladler-Match. Das sagt der nach dem Match. Habe nicht gesehen. Mhm. Er hat behauptet, er hat einfach die Doppeladler-Geste negiert. Der Schakka ist auf ihn zugelaufen mit dem Doppeladler, ist auf die Trainerbank zugelaufen. Jeder hat es gesehen, der Petkovic hat es gesehen. Du darfst nach dem Match das nicht negieren. Und du darfst nach dem Match nicht wochenlang nicht zu diesem Vorfall Stellung nehmen. Das kannst du heute einfach also, nicht. Darf ich schnell abschliessend sagen, wir können uns einigen darauf, er ist ein super Trainer. Fantastisch. Er hat die Mannschaft weiß ich nicht, auch weitergebracht. Er ist jetzt nicht der begnadete Kommunikator. Jetzt geht es um die Frage, soll er verlängern oder soll man mit ihm verlängern? Wenn man die Spieler fragt, ist die Antwort klar, der Jan Sommer. Ich meine, wenn ein Trainer sich so oft und regelmäßig qualifiziert mit einem Team, dann ist der Job gut gemacht worden. Und, ja, wir sind sehr happy, wie es läuft und wie Wladimir Petkovic auch mit uns umgeht und mit uns die Sachen angeht und die Challenges angeht. Und darum hoffe ich schwer, dass es so wie kommt. Wie wichtig ist es, dass die Angestellten, die Untergebenen, zufrieden sind mit dem Chef? Natürlich sehr wichtig. Also, wenn die nicht zufrieden sind, dann wird es sehr schwierig. Ich glaube, jetzt in dem Fall ist nicht unbedingt die Frage, soll man mit dem Wladimir Petkovic verlängern? Für mich steht es außer Frage. Also, jemand, der so nicht nur Punkte reinholt, sondern eben auch so Fußballspieler hat, wo man es halt wieder gern sieht. Auch wenn die Kritik hört, dann relativ hoch ist. Frage ist, hat er Lust? Schon? Ja, das wäre jetzt, also, wenn ich jetzt der Petkovic wäre, ich mache die Zeitungen auf und schreibe alle grossen Zeitungen, was ich für ein unmöglicher Mensch sage. Ja. Also, ich gehe davon aus, dass der Entscheid bei ihm gefallen ist. Ich gehe davon aus, wenn er kann, dann geht er. Ja. Und wenn das, die italienischen Zeitungen schreiben viel und die drei täglich erscheinenden Sportzeitungen schreiben auch etwas anderes, aber wenn an diesem Napoli-Gerücht etwas dran ist, dann packt er das beim Schopf, dann sage ich dir viel Vergnügen, wer den Maradona-Doc-Film gesehen hat, viel Vergnügen in der wahnsinnigsten Fußballstadt der Welt. Aber dort kann er darum noch die Rolle spielen, vom unnahbaren. Zitale bist du noch der Mister. Mister. Der Mister, das ist ja schon im Namen drin, der ist unnahbar, das ist hierarchisch, das ist Autorität. Die Spieler schauen zu ihm auf, sitzen selbstverständlich, und er duzt sie. Dort kann er noch seine Oldschool-Hierarchie ausspielen. Und dort muss er nach dem Match gar nichts sagen, außer irgendetwas brümmeln. Dort kann er ganz der Petkovic sein. Ist er bei Lazio Rom, hat er sich ja am Schluss so davon geschlichen, zur Schweiz. Und genau gleich, denke ich, schleicht er sich jetzt, wenn er kann, davon. Also davon schleichen ist jetzt also ein bisschen... Hä? Ja, nein, er nimmt das Angebot wahr. Das und ich verstehe anderes. Schon, dass die Kritik eben, dass das nicht schön ist, wenn du das in den Zeitungen liest. Aber ich finde, du kannst jetzt die fußballerischen Qualitäten, die Trainerqualitäten hochloben. Ich finde, er hat dermassen kommunikative Mängel. Da bin ich als Zuschauer, als Fan nicht zufrieden. Aber weißt du, das ist trotzdem... Wenn ich einen Pfarrer habe, bei uns in Kirche, das kann der beste Theologe sein, wenn er nicht feig ist, gerade mir am Sonntagmorgen gerade einen Satz zu sagen und rhetorisch einigermaßen brillant ist,
dann hat er die Hälfte vom Jobprofil nicht erfüllt. Und für mich gilt das ein bisschen für mich. Es gibt aber trotzdem noch, weißt, wenn du sagst, er müsse sich bei gewissen Sachen gross verbessern. Das ist halt grundsätzlich mal eine Schwäche von ihm. Aber wenn man jetzt dir, Band, sagt, okay, nächsten Sonntag, du spielst zentrales Mittelfeld, wir erwarten von dir die Zauberpässe in die Spitze, dann musst du auch sagen... Kann der Benz das leisten? Eben, dann nein, machst du das nicht. Ich wollte schnell von Wladimir Petkovic ein bisschen wegkommen, überhaupt zum Job vom Nationaltrainer. Also wenn es jetzt der Petkovic nicht mehr macht oder der Verband zum Schluss kommt, wir wollen nicht verlängern, stellt sich die Frage, wer macht das? Wer will das? Ist das ein attraktiver Job? Ich sage, das ist ein unglaublich langweiliger Job, weil du hast das halbe Jahr nichts zu tun. Sagt wartest. Der Favre, oder? Der Favre sagt... Ja, der Favre sagt, der Favre hat es wieder mal gefragt. Der Favre fragt zwar regelmässig, ob er will. Der Tribune de Genève hat ihn gerade wieder gefragt. Sein Satz ist, Nationalcoach zu sein, hat mich nie interessiert und man versteht ihn. Das Tagesgeschäft ist doch viel prickelnder als immer Wochen, Monate lang. Beim Favre weisst du noch nicht, ob dieser Satz nicht eine Bewerbung ist. Das weisst du beim Favre nie, ob er nicht das Gegenteil ist. Es ist doch auch unattraktiv, Nationaltrainer zu sein. Es ist ein, also ich finde es gerade jetzt für einen Trainer, der so ein eine Vision hat, wo der Favre natürlich dazu zählt. Ja. Also das heisst, du willst Junge aufholen, du willst ihnen eine Spielphilosophie einimpfen, du willst, dass sie so und so können spielen, du willst Spieler rausbringen, Führerschein bringen, das kannst du in einem Club machen, weil du hast länger mit denen zu tun. In einer Nationalmannschaft geht es so ein bisschen die Spieler halt picken und halt richtig einstellen für ein Match. Es ist völlig eine andere Aufgabe und du bist eigentlich noch mehr unter Druck, wie jetzt das gerade der Petkovic merkt, weil du halt nur alle paar Monate ist man der Fokus extrem dort. Und du musst gerne telefonieren, du musst gerne mit deinen Spielern telefonieren. Und das ja, ist ja nein, noch lieber bringst du ja zu. So macht, das wirft man ihm ja vor, dass er ja nicht geht. Ich glaube, du musst einfach akzeptieren, dass das eine Rolle ist, wie, ich sage jetzt, Schwingerkönig oder Miss Schweiz hat es früher noch gegeben, wo sehr viel Repräsentation damit, wo du dich halt musst zeigen und wo du quasi der Öffentlichkeit gehörst. Mhm. Und das macht er ja mega nicht gerne. Mhm. Jetzt müsste man einen finden, der das gerne macht. Ich kann mir vorstellen, keine Ahnung, ein Menschentyp Freddy Bickel, der sich gerne so ein bisschen zeigt und an irgendwelchen Jass-Sendungen teilnimmt oder so. So einen müsste man haben. Also, Koller hat es in Österreich gerne gemacht. Die Jungen, die jetzt in Frage kommen, ein Seoane glaube ich ganz sicher nicht. Der Seoane ist einer, der im Moment auf dem Platz jeden Tag mit seinen Leuten arbeiten will. Mhm. Der hat ganz andere Sachen im Kopf. Der hat Bundesliga oder spanische Liga im Kopf. Ganz sicher nicht Nazi. Wer kommt noch in Frage? Eben, das meine nicht ich. So Menge. Voilà. Dann behalten wir ihn gleich. Ja, natürlich behalten wir ihn. Dann kommen dann wieder die Sachen, ja, der Marcel Koller, das ist doch mal ein Name, ein Schweizer, ja, ein Zürcher, so, das ist doch super, wenn man dann den hat. Erstmal ist der Marcel Koller nicht ein wesentlich besserer Kommunikator. Und zweitens mal, wenn ich jetzt das Spiel vom FC Basel anschaue, muss ich sagen, das ist sehr nicht 2019. Herren, ich möchte richtig St. Gallen einschwenken thematisch. Und wir haben ja einen St. Galler, also es ist ein Basler, aber er spielt für den FC St. Gallen, wo die grosse Figur gsi ist in den letzten beiden Nazi-Qualifikationsspielen. Es ist der Cedric Guitton, der im ersten Spiel das entscheidende und einzige Goal geschossen hat und im zweiten Spiel auch gerade nochmal zwei, wo so ein bisschen seinen persönlichen kleinen Traum erlebt gerade im Moment. Ja, es sind schon viele Nachrichten gewesen, auch viele Leute, die man vielleicht noch von früher kennt, die sich gemeldet haben, mir gratuliert haben. Aber es ist natürlich auch schön, klar, es ist ein bisschen viel auf einmal, aber ich habe es meist schon erledigt. Das ist der schöne Moment, wenn sich alte Schulkollegen, die früher abgeschlagen haben auf dem Pausenplatz, jetzt plötzlich meldet und so tun, als wären es immer schon die besten Freunde gewesen. Es ist immer ein mega wichtiger Moment, wenn sie das sagen, mein Handy ist explodiert, yeah, und so, dass man weiss, mal, die können lesen. Ja. Das ist ja immer, das ist der Moment, wo der Schüttler kann sagen, mal, klar kann ich lesen, ja, ich lese WhatsApp. Man weiss nicht, wie lange das er gehabt hat dafür, aber er kann, genau, es können. Es gibt auch noch Emojis, gell? Oder okay, ja, Mensch, es ist mehr so reingekommen. Ist da ein neuer Stern aufgegangen am Schweizer Fußballhimmel? Ist das der neue Stefan Schappisa oder hat er einfach relativ viel Glück gehabt? Es ist vieles für ihn gelaufen und der wird wieder ein bisschen in der Versenkung verschwinden, wenn man von der Nationalmannschaft redet. Also wir können mal schnell zusammenfassen. Es war ein Spiel, wo ganz viele Spieler schon verletzt waren. Mhm. Darum hat er gespielt. Mhm. Er ist vielleicht auch aufgeboten worden, weil das Spiel in St. Gallen war, wo er spielt und gerade ein bisschen Höhenflug hat. Dann hat er ein Goal geschossen gegen bereits ausgeschiedene Georgier, wo es um nichts mehr gegangen ist. Und dann hat er zwei Goal geschossen gegen Gibraltar, wo halt doch Gibraltar ist. Ich wollte jetzt seine Leistungen nicht wahnsinnig schmälern, aber da gibt es in der Schweiz durchaus andere Stürmer, die ein kleines anderes Format hat. Cedric Guitton ist sicher ein guter Stürmer für die Super League. Dass ihm jetzt nur wegen 3 Goal gegen Fußball Zwerg, bös gesagt, sollte als zum Stammspieler von der Nazi reichen, da habe ich jetzt schon sehr grosse Zweifel. Darum frage ich euch, weil es so schwer einordnbar ist nach diesen beiden Spielen. Was man muss sagen, er ist immer am richtigen Ort gestanden. Und das habe ich ihm hoch angerechnet. Wir haben ganz viele Stürmer gehabt in der Vergangenheit, die im richtigen Moment dann eben nicht am richtigen Ort gestanden sind, um noch den Kopf anheben oder noch den Fuß anheben und abstauben. Es langt einfach am richtigen Ort.
schon, das ist auch so, das ist auch so 1984 oder so. Mittlerweile langt das halt einfach auch nicht. Nicht, dass das Edric Gitten das nicht, dass der Rest nicht kann. Es ist sicher gut, es gibt die, die einen Torreicher haben, das kennt man alle, die mal shooten haben, das ist irgendwie Spieler. Wir haben auch einen im Club gehabt, der hat eigentlich überhaupt nicht können shooten, aber der hat laufend Goal geschossen, weil er aus irgendwelchen trümmeligen Gründen Bölle irgendwie vor den Fuss, und das macht auch ein bisschen hässig. Aber nicht. Das muss ein Stürmer können, der muss also, sorry, der Rekordtorschütz von diesem Land. Der Alex Frey hat nur solche Goal geschossen. Das nicht. Alex Frey hat Freistöße. Aber er war kein Fußballer, der dem gerne zugeschaut hat. Und der Schappi, wenn wir ganz ehrlich sind, der Schappi auch nicht. Mit einem Haken zum Weltstart. Genau. Was ist denn die Aufgabe von einem Stürmer? Gerade von einem Mittelstürmer, von so einem Stossstürmer, wie es der Cedric Gittmann ist. Das ist die, dem seine Aufgabe ist es, am richtigen Ort zu stehen und seinen Kopf anzuheben. Okay. Das nicht stimmt. Anders. Nein, das stimmt aber eigentlich nicht. Das stimmt aber eigentlich. Das ist schon mehr die Aufgabe. Also wenn man den Seferovic, der ziemlich unter in der Kritik gestanden ist, eine Zeit lang, weil er halt kein Goal geschossen hat. Aber wenn man dem zugeschaut hat, dem Spiel zugeschaut hat, hat man gesehen, also die, die vielleicht ein bisschen von dem Fußball verstehen, die haben gesehen, dass der extrem viel für das Spiel macht. Ja. Also nur, so, nur schon, weil er da links vorne läuft, geht einer mit, sodass für den anderen irgendeine Chance auftut. Natürlich hat er dann vielleicht in dem Spiel kein Goal geschossen, hat vielleicht noch eine versieben. Dann hat er gesagt, ja, der Seferovic, die Uhr pflusche, trifft nicht einmal 5 Meter das Goal. Aber ohne ihn wären vier andere Goal nicht. Unglaublich brutal, ja, dann mal Frankfurt vor oberster Reihe mit 51.000 Leuten, die zu hinterst hingen. Da siehst du das Spiel quasi von oben runter. Habe ich mal 90 Minuten lang dem Seferovic zugeschaut. Es ist so undankbar. Der rackert und säckelt und reisst Löcher auf und hat am Schluss vielleicht einen Ball und dann macht er dann nicht, dann ist er der Loser. Oder? Mhm. Dann ist er in der Kritik dabei, wenn du dem hast zugeschaut, was der für eine Arbeit geleistet hat auf dem Platz. Ja, das ist immer ganz ein anderes Thema. Das ungerecht behandelt werden vom Haris Seferovic. Aber jetzt ist meine Frage. Tun wir jetzt dem Iten Unrecht? Ich tendiere nämlich auch zu dem, was du sagst, Meme. Der lenkt für St. Gallen. Es gibt doch so die Spieler, die sind zu Thun gross. Oder die sind vielleicht sogar grossartig. Mila im Rama. Ja, und ich behaupte jetzt, der Iten ist so einer, der ist St. Gallen gross, würde sich vielleicht nicht einmal bei Basel durchsetzen. Und jetzt hat ist aber meine Frage, bin ich einfach Rassist, wenn er Itovic würde heissen, fände ich ihn geil. Ich weiss es nicht. Ich habe einfach wie so das Gefühl, im Moment noch hat er das Quentchen nicht. Also du hast eine komische Vorstellung vom Fußball und du findest, es kommt auf den Namen drauf an, wer sich jetzt eignet, zum Schweizer Nationalspieler zu sein. Aber Petkovic hatte ich manchmal den Verdacht gehabt, wenn der Stefanovic hätte geheissen, wäre er 2 Jahre früher aufgeboten worden. Das würde ich jetzt einfach mal so bezweifeln. Es hat einfach auf dieser Position viel bessere Spieler gegeben. Also der Zuber hat gespielt, gut, der heisst nicht Zuberic. Aber er redet wie der Zuberic. Er redet wie Zuber, genau. Nein, aber es kann gut sein, dass der Cedric Gitten so ein aus der Kategorie ist, Alexandre Reh. Also weißt du, in der Super League ein Goal am anderen Reihe. Ja. Manchmal ist ein Nazi-Aufgebot, wenn halt die ersten beiden Stürmer fehlen, dann sicher auch sehr dankbar. Und dann schießt er vielleicht Goal zum anderen. Du vielleicht belehrt er uns eines Besseren. Dann gehe ich in die Gegenposition. Ich glaube, und nur schon darum, weil ihr das nicht glaubt, der Cedric Gitten wird noch etwas. Auch nur schon wegen dem Pass auf den Xhaka, wo der Xhaka nachher noch sechste Goal schiesst, habe ich jetzt fußballerisch relativ clever und schön gefunden. Aber ja, klar, der Gegner ist Gibraltar. Yep. Ich weiß, was du sagst. Wie würde Gibraltar, du als langjähriger Präsident, Meme, wie würde Gibraltar gegen Meister von der Zürcher Alternativliga abschneiden? Ja, sie würden schon gewinnen, glaube ich. Jetzt hat es ja noch ein paar Profis aber nicht dabei. 10-0. Kommt vielleicht darauf an, wer gerade Meister ist. Nein, ja, aber es ist schon vielleicht ein anderes Level, wenn du schon 2-3 Profis drin hast. Die können schon shooten. Zum einen habe ich noch etwas sagen, wegen dem Undankbaren in der Sturmspitze. Das hat mir mal der Marco Streller erzählt. In der Zeit, der hat dann auch so ein bisschen Torflaute gehabt beim FC Basel. Und bei ihnen war es wie die Taktik gewesen, wenn da Flanke von links kommt, muss der Streller immer auf den ersten Pfosten gehen. Immer auf den ersten Pfosten. Aber ihre Vorgabe war, nicht auf den Streller spielen, sondern über den Streller drüber. Und dann hat er das einfach monatelang gemacht, ist immer auf den ersten Pfosten gelaufen, die Flanke ist hinterher und hinten ist immer der Scott Chipperfield gestanden und hat sich 3 Meter reingeschoben. Und er hat gesagt, das hätten schon, das hätten grauenhaft aufgeregt. Immer so, alle haben gesagt, Scott, geiles Sieg. Der Streller ist wieder am Ball vorbeigelaufen. Du schiessest nie ein Goal. Ja. Das kann schon ärgerlich sein. Ja. Streller und St. Gallen ist auch eine schöne Geschichte. Wenn man schon, St. Gallen war ja das Spiel, wo der Cedric Gitten zuhause vor eigenem Publikum die grosse Figur geworden ist. Habe ich einen interessanten Beitrag gefunden von der Schweizer Radio, wie heisst sie, öffentlich-rechtliche Anstalt, wo in einem Beitrag behauptet, wir gehen jetzt auf St. Gallen schauen, weil dort haben die Nazi, sie sind immer so gut behandelt worden. Ja. Ich denke, jedes Kind weiss, dass der Streller dort ist. Das grosse Pfeifkonzert gegen den Marco Streller. Ist er nachher darauf aber zurückgetreten? Yep.
Also die haben auch schon unsere Stürmer kaputt gemacht. Also er ist dreimal aus der Nazi zurückgetreten. Das ist die Frage, von welchem Rücktritt reden wir. Ist das der Grund gewesen, wieso man den Cedric Gitten vielleicht sogar nominiert hat? Dass man gewusst hat, man spielt St. Gallen. Der wird nicht auspfiffen. Wir wollen ja nicht also, einen Stürmer haben, der dort auspfiffen wird. Ich denke, wenn er ihn eingewechselt hat, ist das sicher ein Gedanke gewesen. Wahrscheinlich schon, ja. Das ist ein Heimspiel. Also hat das sonst niemand gehabt. Ja. Also das kommt auch noch dazu. Ja. Was läuft St. Gallen im Moment gerade? Die haben unglaublich kein Geld. Aber haben mit jungen, unbekannten Spielern grossen Erfolg sind, gehört zu den Big Three im Moment. IB, Basel, FC St. Gallen. Richtig, ja. Warum? Was machen die besser als andere? Sie haben kein Geld. Das ist das... Und sie probieren das auch nicht zu überspielen, sondern sie probieren Lösungen zu finden mit dem, mit den Mitteln, die sie haben. Sie haben, ihnen ist lang vorgeworfen worden, dass sie halt in die Jugend zu wenig machen, obwohl sie sehr ein teures Projekt haben, das Future Champs Ostschweiz, wo nie Früchte getragen hat. Das ist nie rausgekommen. Und jetzt haben wir gefunden, also gut, wir haben, kein Geld für Transfer. Wir haben die Saison vorher irgendwie 10 Spieler gehabt, die alle ausgelehnt gewesen sind und jetzt wieder gehen. Also wir brauchen jetzt irgendwie neue Spieler. Warum nicht? Wir rühren die jetzt einfach mal alle mal rein. Und dann hast du halt einen Peter Zeidler als Trainer, der sehr mutig, sehr, sehr offensiv, freudig lässt spielen. Und irgendwie haben sich gerade alle mega gern und es funktioniert super. Ich bin ja grosser Fan und ich habe manchmal das Gefühl, ich bin der Einzige, ich bin grosser Fan von Alain Sutter und ich habe unglaublich fest Freude, dass der Alain Sutter auf das St. Gallen geht als Sportchef, zusammen mit Matthias Hüppi, der dort Präsident geworden ist und es funktioniert, was er macht. Ist der Alain Sutter geschuld, dass im FC St. Gallen so gut läuft im Moment? Da müssen wir jetzt eine Innenansicht haben. Er ist zweifellos. Der, der die Mannschaft zusammenstellt. Die spürst du meine Art. Er ist ja sehr so. Er hat ja zwei Bücher von ihm gelesen. Wo er ja, stressfrei glücklich. Also beide gelesen. Das erste habe ich mir lückenlos angetan. Das zweite habe ich dann überflogen. Aber es ist alles so Kalendersprüche und so herzige, überhaupt nicht böse Lebensweisheiten, wo ich wieso einfach meine Zweifel hatte, ob das beim Typus Fußballer gut ankommt. So wie mal einer bei Bayern an der Säbener Straße ist Buddha-Figuren aufstellen und es ist auch nicht so gut angekommen, weil er ist nicht angekommen, der Klinsmann mit dieser Art. Hat Alain Sutter bei Bayern München Umgang. Übrigens damals auch nicht, mit genau. seiner Diät, die er dort gemacht hat. Er hat selber Weisswurst gefressen und hat einen auf Vegetarier gemacht. Ja. Aber er ist ja auch nicht zu nahe. Ich weiss, wenn ich mir jetzt vorstelle, er wäre als Trainer dort und würde jetzt die Spieler sozusagen motivieren mit so Zuckersäckli-Sprüchli. Das wird dann vielleicht schon schwieriger. Aber als Sportchef, glaube ich, er kann da schon ein bisschen unterscheiden und sich ein bisschen zurückstellen. Und ich meine, das Fußballverständnis hat er ganz offenbar. Was man jetzt auch merkt, viele von diesen Transfers sind echt Stanko über Kontakt von Peter Zeidler. Also, weißt du, es ist nicht so, dass er einfach findet, ich weiss, wie es geht. Ja. Du bist nur mein Trainer gelohnt, ich hole jetzt so die Spieler, sondern sie tun es zusammen entscheiden. Und wenn es beide dahinter stehen. Aber sie haben ja viel Leben gehabt. Sie haben ja Leben vorher, gehabt. Ja, nicht zuletzt der Rücktritt, Barnetta ist eigentlich unschön. Der Barnetta ist beleidigt und gekränkt gegangen, hat eigentlich weiterschalten wollen. Der staune ich schon, dass jetzt plötzlich alles stimmt. Weil ich habe dem Frieden zwischen Zeidler, Hüppi und Sutter habe ich überhaupt nicht getraut. Jetzt ist der Zeidler im Moment ein sehr erfolgreicher Trainer. Ich weiss einfach noch nicht, ob das nicht ein Strafeuer ist. Weil es hat immer so... Es hat mal einen Moment gehabt, wo Kriens ist aufgestiegen und er Leader von der Nazi A für ein paar Wochen. Ja, man muss auch sagen, der FC St. Gallen hat hin und wieder schon mal eine gute Vorrunde gezeigt. Also, man sieht es Geist, oder? Was wahnsinnig ist und was wichtig ist. Es ist das Team, das spüre ich, wenn ich unterwegs bin. Ich spiele ja irgendwie dort im Grossraum Ostschweiz, merke ich einfach von Schaffhausen bis Schaan-Liechtenstein, das ist ihr FC, oder? Das ist ein riesen Einzugsgebiet. Und sie haben eine lustige Haltung, sie spielen vor einem Match eine Hymne ein, die fährt an, Blut, Schweiß und Tränen fliessen in dieser kleinen Stadt von uns. Da bist du das Größte, doch Erfolg ist Nebensache. Hey, das singen die vor dem Match. Erfolg ist Nebensache. Das ist wie so eine, hey, das ist einfach grün-weiss, durch dick und dünn. Wir steigen mit dir ab, wir machen mit dir, das ist eigentlich eine Mentalität, die ihm ja gefällt. Es tönt für mich ein bisschen nach einem alten IB. Das tönt für mich stark nach einem alten IB. Wir wollen gar nicht gewinnen, weil es ist Next wahrscheinlich question. Cooler, nicht zu gewinnen. Ist zwar schwierig, die beiden jetzt natürlich zu vergleichen, gleich, weil mittlerweile hat IB doch ein bisschen andere Möglichkeiten als der FC St. Gallen. Das sage ich nach dem alten IB. Ja, aber es ist, ich finde es mega schön, aber eben, es ist ein bisschen mit Vorsicht zu geniessen. Wenn jetzt wir vor ein paar Wochen da angeguckt wären und hätten jetzt über die dritte Kraft geredet, beim Schweizer Fußball, dann wäre nicht der FC St. Gallen Thema gewesen, sondern der FC Sion. Und ja, der ist jetzt wieder irgendwo verschwunden. Also, ja, es kann schnell gehen, aber ich habe also gesehen, IB St. Gallen gesehen. Das ist sehr geil.
selber rennt. Mhm. Und sie können nach 30 Minuten 3-0 führen und dann kommt der Match ganz anders raus. Also das überragende IB, das am Schluss das Resultat hat, so ein bisschen weiss machen wollte, das war es nicht gewesen. Und das habe ich extrem erfrischend. Die haben so geschüttet wie IB unter dem Petkovic im Herbst 2009. Einfach auf Teufel komm raus. Und das ist schon das Gefährliche dran. Ja. Wenn sie dann ein blödes Goal kassieren, dann können sie wie nicht mehr reagieren. Es ist einfach Bam. Und sie haben halt logischerweise so, wie sie spielen, sehr viel Ballverlust und dann gibt's Konter. Aber es hat eine echte Spitze. Es ist ja. Geiler Mann. Sie danken ihnen, weil die mit IB mitgespielt haben. Also, das muss man hoch anrechnen. Ja. Mich nimmt es wunder, wie der Nassim Bin Khalifa über den FC St. Gallen würde reden, wenn man ihn fragt. Ihr Schwell. Er würde sicher nichts sagen, ohne seinen Anwalt. Ja, genau. Der Nassim Bin Khalifa ist jetzt ja ein Leistungsträger beim ehemalig besten Club der Schweiz, wo vielleicht, wenn die Liga es will, bald wieder in der Super League spielt. Ich rede von GC und ich rede von der 12er Liga. Es hätte dann ein bisschen mehr Platz, zuoberst, dass es auch für GC wieder Platz hätte. Und für Kriens. Und für Kriens. Und für Genoa. Ja, genau. Nordstern. Barouche, Genoa, alles. Bül. Chiasso. Yverdon. Mendrisio. Gut, jetzt haben wir alles. Die 12er Liga kommt jetzt doch nicht. Warum kommt sie doch nicht und ist das gut, dass sie doch nicht kommt? Also sie ist nicht so, dass sie nicht kommt. Ja, sie tun einfach nicht jetzt schon abstimmen, sondern erst im Januar darüber abstimmen. Weil man plötzlich nicht mehr so sicher ist, ob alle ob genug dafür sind, dass sie dann auch durchkommt. Genau, so stelle ich mir das vor. Es ist eigentlich ja schon, es wird schon so kolportiert, wie das heißt, ist eigentlich schon beschlossen. Man muss nur noch schnell unter den Klub ein bisschen absprechen, ja. Unter der Super League und Challenge League. Und offenbar hat es jetzt auch gewisse Unstimmigkeiten gegeben und ein paar haben anzweifelt, dass die wirtschaftlichen Rechnungen, die ihnen da präsentiert worden ist, dass die tatsächlich der Realität kann entsprechen, dass man dann tatsächlich mit 12 Mannschaften soll auf einmal wahnsinnig viel mehr Geld verdienen. Können wir die ganz grossartige Idee von der 12er Liga kurz auseinandernehmen, weil es ist ein bisschen kompliziert. Hast du gesagt, die Idee kurz auseinandernehmen, den Modus? Für das bist du da, dass du uns komplizierte Sachverhalte kurz und kompakt kannst zusammenfassen. Es ist gedacht, dass es eine Vorrunde gibt. Nach dieser Vorrunde wird die Liga halbiert. Das ist im März erst, ja. Die besten 6 spielen die Finalrunde und die hinteren 6 spielen eine Abstiegsrunde. Mhm. Und dann fängt es aber erst an. Dann wird es eigentlich erst lustig. Dann spielen halt die, also bis dann hat jede Mannschaft zweimal gegeneinander gespielt. Nachher in der Finalrunde spielt man nochmal gegen jeden. Und tatsächlich, der meiste Punkte hat, wird Meister. Vielleicht werden die Punkte nach der Vorrunde eigentlich wieder halbiert. Das haben wir auch schon mal gehabt. Dann hast in der Abstiegsrunde wird es aber erst richtig lustig. Dort spielen dann nochmal alle Hin- und Rückspiel gegeneinander. Dann kommt der Letzte, ich glaube direkt ab der Zweitletzte, kommt die Barrage. Und der Rest spielt dann noch so ein Playoff aus, um einen Sieger von der Abstiegsrunde zu küren. Und der will spielen dann wiederum gegen den Vierten von der Finalrunde noch drum, wer noch darf im Europacup teilnehmen. Okay. Das heisst, theoretisch könnte der Neunte von der Meisterschaft in Europacup kommen, hingegen der Fünfte. Wirklich studiert? Natürlich. Ich bin sogar dabei gewesen, wo die Ideen präsentiert worden sind. Du hast es erfunden. Nein, das habe ich nicht erfunden. Erfunden hat eine sehr lustige Firma aus Holland, die heisst Hypercube und die tingelt da irgendwie durch Europa und eigentlich mit der Vorstellung, wir haben den perfekten Modus für alle Ligen. Das ist so wie das Fernsehen, irgendwelche Formate. Genau, es ist wie Expedition Robinson. Das ist das Endemol vom Fußball. Darf ich nicht ganz kurz unterbrechen? Ich konnte dich nicht können zulassen. Ich bin abgelenkt von einem sehr sexy Kraschel vom Kopfhörer an deinem Bart. Also anlegen oder weglegen. Lassen wir drin, um zu zeigen, wie unglaublich live und ungeschminkt das ist. Also, ich finde es unglaublich sympathisch und es macht mich fast ein bisschen scharf. Aber ich kann mich nicht mehr konzentrieren auf das, wo du sagst, ich habe sowieso schon lange abgehängt. Für mich tönt es ein bisschen nach Nations League. Aber wie die Nations League funktioniert, funktioniert nachher die Schweizer Liga. Hochkomplex, also kann sehr durchdacht. Aber es kann sich niemand mehr erklären. Genau. Es ist so. Früher hat es mal einen Modus gegeben, das war wie klassisch, man hat überall Ligen gehabt, da haben einfach alle gegeneinander gespielt. Zweimal ist ein Meister geworden. Manchmal hat man noch eine lustige Aufabstiegsrunde gehabt. Du weißt es auch noch, oder? Mit IB hast du das sehr oft lustig erleben. Lustig ist der Vorname, ja, genau. Nazi B, Abstiegsrunde, weißt du noch? Ja. Dem Reto Burri und so. Ja. Aber so was man kann sagen, es ist ja grundsätzlich ist es schon so, dass in der Schweizer Liga vielleicht nicht so krass, weil es einfach nur wenige Mannschaften sind, weil das Mittelfeld gar nicht so gross ist, aber in der grösseren Liga, es gibt irgendwann dann 2-3 Mannschaften, die um den Meister spielen, 2-3 Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen, und ja, in der Mitte ist grosse Langeweile. Das ist ja in Italien, Deutschland und England nicht anders. Ja, aber die spielen nicht 4-mal gegeneinander in der gleichen Saison. Also der Modus ist ja eins. Der Modus ist, Google's Word ist zu kompliziert. Aber
Die Frage ist doch, wo man mehr Regionen in diesem kleinen Land, noch mehr Regionen die Möglichkeit geben, in dieser Super League vertreten zu sein. Und die Idee, wenn ich mich besinne, früher, eben, wo Genua und Nordstern und andere noch, Wettingen vor dem Konkurs, neue Nazi angeschaut. Wenn wir jetzt vorhin gesagt haben, was ein FC St. Gallen für eine Bedeutung kann haben für eine Region, dann ist es ja schon noch reizvoll zu sagen, ja, man könnte, also der Aargau, sorry, Aargau muss doch eigentlich in der obersten Liga sein, für das sich dann auch, und Luzern muss unbedingt auch da drin sein, eben Regionen können identifizieren und so weiter. Der Gedanke ist ja eigentlich schön. Und dann muss man sagen, ja, aber wenn nicht mal Thun und andere auch noch das wirtschaftlich können stemmen können, ja, und überall die dubiosen Geldgeber rum sind, dann ist das Land wahrscheinlich einfach zu klein für 12. Dann gibt es aber aus dem Hockey wieder das Gegenbeispiel und darum bin ich sehr ambivalent. Gut, okay. Du sagst, Kanton Bern ist die strukturschwächste Region, die es überhaupt gibt, am Tropf vom Finanzausgleich, und hat aber 3 Nationalvereine, die florieren. Hat lang noch. Und Biel, die für ihre Regionen, für das Seeland und für das Emmental, von extremem, also da reden wir von einem gesellschaftlichen, kulturellen Wert, das kann man sich gar nicht vorstellen. Langnau ist Zell von einer Region. Und bei Biel ist es ähnlich. Und denen, die gehen wegnehmen, wäre verheerend, so wie es Kloten schon war, dass Kloten nicht mehr national ist. Dort bin ich wahnsinnig ambivalent. Das ist natürlich wunderbar. Das ist alles super. Aber wenn man das machen will, dass die Regionen vertreten sind, dann muss man das, weil der Fußball funktioniert so. Dann musst du sagen, okay, die Weltschweiz hat 3 Plätze, die Tessiner haben 2 Plätze, ja, weil, sobald du sagst, es sind 12 Mannschaften, dann kannst du lange hoffen, dass Aarau aufsteigt. Na gut, vielleicht dann machen wir das. Ja, aber doch. Hat der Jura einen Regierungsrat. Im Kanton Bern hat der Jura einen zugesicherten Regierungsrat. Ja, die WM funktioniert das. Müssen wir mit so Quoten die WM funktioniert auch so. Die Afrika hat seine Kontingent, Asien hat sein Kontingent, Europa und alle schicken ihre haben eigene Qualifikationen, dann haben wir wie so eine Qualifikation Nordostschweiz. Genau. Zur Selva braucht eine eigene Superliga. Es tönt alles super. Und es eine eigene Quali. Ich meine, das tönt super, aber wenn du nur weißt, das ist einfach aus, weißt, ich komme ja immer noch so halb Hühnerhaut über, wenn ich eine Tabelle anschaue von 1986 oder so, wo alles dabei ist, wo so Schott von so und so. Ja, ich finde das natürlich super. Schon schön. Aber wenn ich dann mal die Telegram aus dieser Zeit anschaue und sehe, aha, was Lausanne hat damals dort schon nur 1200 Zuschauer gehabt und Schottwald überhaupt niemand wollen schauen. Und bei Lugano ist selbst, wo sie um den Meistertitel gespielt haben, haben sie den zweitkleinsten Zuschauerschnitt gehabt. Ich muss sagen, warum sagen immer alle, die brauchen unbedingt einen Platz und nachher dort kommt gar niemand schauen. Also, es ist Benz, nur, weil es einfach schöner ist. Brückelfeld ist schön zu schauen. Der Benz geht Frauen-Nationalmannschafts-Qualifikationsspiel schauen mit 2700 Zuschauern in Schaffhausen. Ja, immerhin. Haben Sie den eleganten Übergang zum Frauenfußball gemerkt? Ja, ja, hast du gemerkt. Reingerätscht, aber elegant. Tada. Ich habe gemeint, der Übergang war von den wenigen Zuschauern über GC. Wieso? So ein bisschen. GC kommt noch genug vor in diesem Podcast, in der nächsten Woche. Du bitte die Frauen-Nazi nicht beleidigen. Der Übergang, Mama, ist nicht von GC zur Frauen-Nazi. Ist gut. Die Zuschauerzahl ist etwa ähnlich, wenn man die Schweizer Nazi, Frauen-Nazi mit GC vergleicht. Du, als geübter Frauen-Nazi-Fan ist das eine schöne Kulisse gewesen, muss ich dir sagen. Wir haben schon Spiel im November zu Bio gehabt, wo du hast den Arsch abgefroren und wir waren etwa 12 Leute gewesen. Nein, also, das Schaffhausen, das ist auch vernünftig, dass man nicht so einem grossen Stadion spielt. Das war eigentlich eine recht gute Stimmung gewesen. Komm, ich komme zu dem Streik von der spanischen Spielerinnen oder von der Spielerinnen aus der spanischen Liga. Die fordern einen Minimallohn, einen horrenden Minimaljahreslohn von 16'000 Euro, was wirklich nicht sehr viel ist, und sind sogar in Streik getreten, haben Unterstützung bekommen von berühmten Männerfußballern, die in Spanien spielen. Der Barcelona-Stürmer Griezmann hat twittert, die Kameradinnen des Frauenfußballs, die für ihre Rechte in den Streik getreten sind, haben meine volle Unterstützung, viel Mut, und sie sind durchgekommen. Am Vorläufig kommen die geforderten 16'000 Euro über. Lange das, Benz? Es ist ein Schritt, und der Streik war ganz sicher richtig gewesen, weil die Frauen halt müssen auf sich aufmerksam machen, wie das Däninnen haben wahrscheinlich auf eine WM verzichtet. Sie haben wirklich ein Quali-Spiel boykottiert und sind dadurch auch nicht in der WM gewesen.
für die Gleichstellung zu erreichen. Australierinnen, die besser, erfolgreicher sind als ihre männlichen Kollegen, haben das müssen durchsetzen. Die Amerikanerinnen, die immerhin Weltmeisterinnen sind und wesentlich mehr Merchandise verkaufen als ihre männlichen Nazi, bekommen immer noch weniger Prämien und haben im Moment vor der Gleichstellungsbehörde in den USA gegen eigenen Verband geklagt. Das ist noch nicht fertig. Also es braucht ganz sicher, der Streik war sicher nötig gewesen. Und der erste Kommentar, den ich dann auf SRF gelesen habe, ist irgend so einer von diesen beliebten Fußballfans, der sagt, ja, aber die haben ja keine Zuschauer und das Geld generiert man ja quasi mit Zuschauern und mit Fernseh-Einschaltquoten. Dann sage ich, das ist die Argumentation greift zu kurz. Es geht eben darum, wenn sich die Clubs ein Frauenteam leisten, und das gehört jetzt in der spanischen Liga zum guten Ton, zum Teil müssen sie es neu gründen oder aufkaufen oder whatever, weil Real will jetzt dort auch mitmachen. Und so. Real hat einen Frauenclub gekauft. Dann soll sie ein Bekenntnis machen zum Frauenschutten und halt wirklich auch minimale Bedingungen schaffen. Es sind ganz viele verschiedene Sachen, die da zusammenkommen. Wir haben die Situation in den USA, wo die Frauen tatsächlich erfolgreicher sind, mehr Zuschauer anlocken und mehr Geld einspielen, als die Männer und trotzdem weniger verdienen. Dort ist keine Diskussion. Mhm. Dann haben wir das Beispiel jetzt von Spanien. Dort hat man grosse Club, eben Barcelona ist, glaube ich, dabei. Real hat jetzt einen Club von der ersten Liga gekauft. Genau. So macht man das in Madrid. Man kauft sich einfach. So wie das der FC Zürich auch gemacht hat, GC auch gemacht hat. Genau. IB hat der FC Bern. Ja. Also die haben auch irgendeine. Dort ist es jetzt so, dass die Regierung ist involviert in die Verhandlungen. Und es ist ein Vorschlag vom Arbeitsministerium, der jetzt durchgekommen ist, dass es eine Art GAF gibt. Der verpflichtet Clubs, diesen Frauen einen Mindestlohn zu zahlen. Die Clubs in der spanischen Liga, wo Barcelona, Real Madrid dahinter stehen, die können das wahrscheinlich auch leisten, die haben das Geld. Dann gibt es aber die Situation in der Schweiz und dort wird es dann ein bisschen schwieriger. Wie siehst du die Situation in der Schweiz, wo Clubs grundsätzlich schon Mühe haben, überhaupt den Männerfußball zu finanzieren und dann auch noch einen Frauenfußball finanzieren, der gar nichts einspielt? Dort wird es dann ein bisschen schwieriger, wenn man Clubs dort verpflichtet, Geld in die Hand zu nehmen. Das ist aber, ich finde, das ist ein sehr, sehr grosser Unterschied. Also wenn man das macht über Verbände, wenn das Nationalspielerinnen sind, der Verband ist eigentlich dafür da, um alles zu fördern, was im Untersteht. Also das heisst, von den Frauen bis zu den Junioren bis alles. Und dort soll auch mindestens gleich oder sogar ganz gleich viel Geld fliessen, weil alle die Spieler, die in der Männernationalmannschaft spielen, die haben eigentlich einen Clubvertrag, der sehr gut dotiert ist. Die sind eigentlich nicht nur darauf angewiesen, auf die paar Zuschüsse. Und wenn jetzt ein Mannenteam an dieser trümmeligen Nations League Final Four Turnier irgendwie nochmal 5 Millionen bekommt, dann macht es keinen Sinn, um denen das zu geben. Also das muss dann eben zum Verband fliessen und das ist dann sehr, sehr wichtig, dass das in der Frau fließt. Hingegen finde ich, die Diskussion wird so ein bisschen vermischt. Man geht so davon aus, da gibt es irgendwelche Streik irgendwo, wo etwas durchfordern wollen. Und nachher geht man zum Angelo Canepa, Präsident vom FC Zürich, und sagt, du Halunk, du zahlst deinen Frauen nichts. Das finde ich einfach ein vermischtes Ding, weil er macht eine Frauenmannschaft. Der FC Zürich hat schon sehr viel investiert im Vergleich zu anderen Frauenteams, um das zu machen. Und da hat er recht, das sagt er auch immer. Er hat Lust verloren. Es war fast sein Lieblingsspielzeug. Jetzt hat es fließen auch die Gelder nicht mehr. Ja, sie haben früher Geld bekommen, über 10 Jahre von der FIFA. Die haben es jetzt nicht mehr, darum haben sie es müssen zurückschauen. Aber es ist fies, ihm das anzuhalten, ein strukturelles Problem, das die Schweizer als Verband eigentlich haben. Also dann gibt es Lösungen, um das zu machen. Man kann nicht dem FC Thun sagen, du musst jetzt eine Frauenmannschaft haben, musst du nicht gleich viel zahlen wie die Mann. Das wird Thun nie können zahlen. Da haben sie auch recht, wenn sie sagen, über das gibt es keine Einnahmen. Das generiert uns nur Ausnahmen. Du kannst es aber lösen nach einem Modell wie zum Beispiel in England, wo ja eigentlich die Nationalspielerinnen gezahlt werden vom Verband, aber bei ihren Clubs spielen. Das ist Amerika gleich, ja. Und das ist natürlich eine fantastische Lösung, aber man darf nicht auf den Schweizer Clubs rumhacken und sagen, ihr Halunken, ihr tönt ihr da, weiss nicht, wie es Sklaven behandelt. Ich würde nicht auf den Clubs rumhacken, ich würde einfach sagen, wenn man einfach sagt, ja, wenn FCZ Champions League spielt, die FCZ-Frauen, das ist ja gleich nur, was haben wir da, 3.000-4.000 manchmal, Zuschauerinnen, Zuschauer. Und dann kann man auch nicht erwarten, dass die so viel Lohn bekommen. Da greift für mich die Argumentation zu kurz, weil wenn man ging sagt, sie haben ja noch keine Aufmerksamkeit. Und es aber auch nie gibt, das fängt für mich der da, dass jetzt wieder die Quali-Spiel, EM-Quali-Spiel von den Frauen vom Schweizer Fernsehen nicht übertragen werden. Das heisst, es will sie ja niemand schauen. Aber Gibraltar, Schweiz-Gibraltar, Grubenmatch wird dann übertragen und das wollen scheinbar alle schauen. Und du kannst nicht einfach... Wahrscheinlich wollen das wirklich viel mehr schauen, ja. Ja, aber Medien haben zum Beispiel auch eine Rolle für ein Interesse zu generieren. Und wenn zum Beispiel all die lokalen Zeitungen nie berichten über ihre Frauenteams und dann behaupten, das will es niemand lesen, dann sage ich, ja, dann tut doch mal das Interesse generieren. Wie lange hat es gebraucht, bis IB
in seinem Hochglanzheftli, das sie viermal im Jahr rausgeben, was sie wirklich müssen füllen müssen, weil sie zu wenig Ideen haben, für diese Seiten zu füllen. Jetzt ist ihnen endlich ein Sinn gekommen, man könnte ja zwei Seiten von diesem Heftli endlich mal einem Frauenteam zur Verfügung stellen, wie das zum Beispiel Basel im Rotblau-Magazin seit Jahr und Tag macht. Einfach so kleine Schritte von selbstverständlich die Aufmerksamkeit geben. Für das plädiere ich. Aber siehst du nicht noch schnell das Gegenargument? Ich wollte jetzt nicht, ich bin absolut deiner Meinung. Ich finde auch, Frauenfußball bräuchte und hat eine größere Öffentlichkeit verdient. Wenn man, ich habe nur Zusammenfassung, ich habe also nicht das ganze Spiel gesehen. Sie ist ja nicht im Fernsehen gekommen, von den Schweizerinnen gegen Rumänien. Es ist gestreamt worden. Wenn man im Internet hat man es können in voller Länge schauen. Wenn man nur schon die Goal von der Ramona Bachmann oder wie die zustande gekommen sind, schaut, das ist unglaublich attraktiv zum Schauen. Nur weiss das niemand. Und dort beißt sich natürlich Katze in den Schwanz. Wenn sie noch im Fernsehen gezeigt wird, weiss es niemand. Ganz genau. Wenn es niemand weiss, geht es niemand schauen. Und wenn es niemand schaut, dann spielen es halt von doch immerhin 2700 Zuschauer in Schaffhausen. Nur, sagen dann die Unihockeyaner zum Beispiel, genau. Wir haben im Fall viel mehr Zuschauer, wir haben viel mehr Leute, die sich für Unihockey interessieren. Bevor die Schweizer Frauen-Nazi übertragen wird, dann übertragen doch unser Spiel. Also, es ist relativ schwierig dann zum Argumentieren. Ich sehe das genauso. Also, es ist alle die, die nicht Fußball spielen, die finden, Fußball ist total übervertreten. Die sagen, medial. Wo bleibt Handball? Wo bleibt Handball, so. Rollhockey, Footgolf, was alles noch gibt. Einradhockey. Muss man. Letztes Jahr ein Einradhockey. Einradhockey. Ich habe letztens gesehen mit Töff, wo Fußball spielt, mit so grossen Böllen. Ja, aber jetzt sind wir wieder in einem hämischen Ton über das Frauenspiel. Nein, das ist überhaupt nicht hämisch. Ich als Fan muss sagen... Lass mich schnell, Mehmet hat etwas sagen. Ich sage nur, das ist eigentlich die gleiche Diskussion, die eigentlich der Rest von der Sportwelt gegen das Fußball hat jetzt eigentlich der Frauenfußball auch gegen den Männerfußball. Aber jetzt irgendwo muss da halt Platz haben. Jetzt hat die WM ein Interesse generiert, wo gross ist. Mhm. Wenn die Schweizerinnen wären dabei gewesen, nicht das alles zu denken, was das ausgelöst hat bei den Mädchen, die plötzlich alle auch neue Vereine wollen und so weiter. Sie haben ja schon jetzt zu wenig Trainer und Trainerinnen. Aber es ist jammer schade, dass die Schweiz nicht dabei gewesen. Und was mich natürlich betrübt, ist, dass die Schweiz einfach im Begriff ist, den Anschluss zu verlieren. Das ist so. Die Geldprobleme, die du geschildert hast, die sind klar. Ich mache dem Herrn Canepa keinen direkten Vorwurf. Aber der Schweizer Verband, wenn er jetzt nicht sofort irgendwie Geld, und zwar viel Geld in die Hand nimmt, für den Frauenfußball in der Schweiz zu professionalisieren, dann sind wir über lange Frist an keiner Endrunde mehr dabei, weil Italien hat uns aufgeholt und überholt, Spanien hat uns überholt, rundum sind Nationen, die das boomen, in Holland füllen sie Stadien, in England ist die erfolgreich, haben sie wie viele Leute im Länderspiel gehabt? 77'000 gegen Deutschland. Es ist überall rundum am boomen und wir sind dran, aus diesen strukturellen Schwierigkeiten, die du geschildert hast, Mehmet, den Anschluss zu verlieren, und das betrübt mich sehr. Es hat eins, was eigentlich fast am schlimmsten ist, weil die Schweizerinnen sind ja sehr gut eigentlich, und es spielen ganz, ganz viele Schweizerinnen im Ausland, weil halt, da gibt's überhaupt nichts zu verdienen, da kannst du dir fast nicht leisten, zum Fußball spielen. Aber, dass halt die Regelung gibt, dass die Schweizerinnen, die Talentierten vom FC Zürich oder von IB oder von Basel, wenn die ins Ausland wechseln, kommt der Club ja rein nichts kein einziger Franken über. Und das ist natürlich die Grundlage bei den Männern, für das sie überhaupt können, das finanziell die stimmen. Ausbildungsentschädigung, du hast deine Ausbildung gesagt. Jetzt hast du da Fußballerin, du führst die an durch alle Nachwuchsabteilungen, sie spielt Nationalmannschaft und in der Liga und dann geht sie einfach. Der Club hat nichts davon. Das ist das Erste, was man ändern muss, also, damit für die Clubs auch das eine finanzielle Bedeutung hat. Ich stelle fest, ganz wichtig auch für den Verband ist der und auch künftig alle Podcasts zu hören, weil in diesem Podcast gibt es gute Vorschläge, wie man Petkovic kann helfen, ein noch besserer Nationaltrainer zu werden und am Frauenfußball kann helfen, auf Augenhöhe zu kommen mit dem Männerfußball. Wir haben uns verplappert. Leck ist die Zeit schnell vorbei. Ich glaube, wir müssen langsam zu einem Ende kommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Langsam oder schnell? Langsam, mittelschnell. Wir haben ja eigentlich hat es ja geheißen, wir sagen ein bisschen Fußball-Trash-Talk. Ja! Und jetzt haben wir da so ernsthafte Lösungen präsentiert. Ja, also was soll das? Ich habe kein einziges Mal wie gesagt. Du wenigstens mal einen Tom beschimpft. Genau, oder so. Ich sage einen Tom noch. Ich mache noch den Renato Kaiser hin und sage das Wort, das der Ombudsmann auf die Palme bringt.
Okay, ich sage es nicht. Ich piepse es einfach raus dann am Schluss. Okay. Ist gut. Ich finde, es ist durchaus ein guter Anfang, dass wir einmal ernsthaft über Fußball geredet haben und gar nicht so viele Fluchwörter gebraucht haben und unqualifizierte Kommentare. Obwohl Bernd Friedl natürlich und noch nicht mal gesagt hat, hey, was der Granit Xhaka für ein verwöhnt das Gegrennen von dem Xhaka immer noch nicht angesprochen. Los, zieh den Kopfhörer auf. So hat das tönt. Wo der Granit Xhaka gegangen ist. Not good. Not good. Der Granit Xhaka geht vom Feld. Und sie buht. Ja. Von den eigenen Fans ausgebaut in London bei Arsenal. Seitdem hat er kein Spiel mehr gespielt, keine Minute mehr, ist nicht mehr Captain von Arsenal. Du kannst gerne noch etwas zum Granit Xhaka sagen. Findest du, ist ein Granny? Also er muss es aushalten. Natürlich ist er katastrophal behandelt worden von seinem eigenen Verein. Ein Trainer, der einen Captain beim ersten Windhauch, beim ersten Luftstoss absetzt, das ist nicht schön. Aber er ist ein Granny und er hat ein recht hohes, also Lia Welti spielt bei Arsenal und verdient im Jahr aber nicht die Hälfte von dem, was Granit Xhaka in der Woche verdient, nämlich 175'000 Franken ungefähr. Muss ich einfach sagen, das ist Schmerzensgeld. Ist das wirklich für, dass so? Dass die eigenen Fans ausbauen und dass die eigenen Fans Idioten sind, häufig. Ja. Das ist halt auch das Problem, wenn man denen dauernd hoffiert und denen dauernd sagt, wie genau wichtig voilà dass sie sind. Und wenn der jetzt einfach schnell ein Zürcher Beispiel aus dem Jahr 2016, man wird von den eigenen Fans sowas von runter gemacht, wenn man absteigt, und dann gewinnt man den Göpp, dann geht man denen als Opfergabe. Ja. Der Neve hat gesagt, sie sind Opfergabe. Diesen Idioten der Südkurve, sorry, ich kann es nicht anders sagen, die Opfergabe, den Pokal herstellen. Wenn man sich, wenn man den Fans immer reinschläuft, ja, und sagt, ihr seid wichtig, ja, ihr habt Einfluss, und nachher setzen sie quasi der Captain ab. Da ist etwas schief. Also in dem, wir wissen nicht, wie es weitergeht in dem Fall Xhaka. Heute am Mittwoch, wo wir den Podcast aufnehmen, am Mittwoch, 20. November, haben wir noch keine News aus London. Vielleicht wird sich das in den nächsten Tagen noch entwickeln. Was mir bei dem Fall Xhaka viel mehr auf dem Herzen liegt, ist genau das, was du jetzt gesagt hast. Die Macht der Fans. Dass Fans in dem Fall natürlich auch angeheizt von diesen Fernsehexperten und ehemaligen Spielern in diesen englischen Fußballshows, angeheizt von denen, die dann auch Spieler dissen in diesen Shows, den eigenen Spieler ausbaut und das London ist nicht der erste Spieler, wo dann schlussendlich sogar geht im Club, weil er von den eigenen Fans diskreditiert worden ist. Das macht mir schon ein bisschen zu denken, die Macht der Fans. Also es ist noch ein Unterschied. Ich glaube, man kann nicht vergleichen die Kurve Ultrakultur, die wir jetzt hier in der Schweiz so ein bisschen haben und aus dem ein bisschen Macht ableiten, oder die Fans in London, wo sich halt ihres Rechts um die Kritik anbringen, erkämpfen, indem sie irgendwie 257'000 Pfund für einen Platz zahlen, um können schauen gegen Wolverhampton oder so. Also dort ist es halt einfach eine wirtschaftliche Bedeutung, die die haben. Crystal Palace ist in dem Spiel gewesen. Genau, Crystal Palace. Aber es ist ja auch noch, es ist schwierig für einen Fan, ist es halt blöderweise, die einzige Möglichkeit, um seinen Missmut kundzugeben, ist Pfeife oder Buhe. Er kann nicht runtergehen irgendwie und mit einem Verantwortlichen reden und sagen, du, wir müssen jetzt irgendwie da, glaube ich, irgendetwas anderes machen. Das gibt es einfach nicht. Und es ist nicht schön, natürlich, wenn du auspfiffen wirst. Ich finde es ja überhaupt nicht gerechtfertigt. Das ist wie eine angeheizte Stimmung. Wir brauchen jetzt irgendeinen Sündenbock. Wir sind grundsätzlich nicht zufrieden, wie es mit dem Verein läuft. Wir projizieren jetzt das alles auf den Xhaka und der ist jetzt wieder schuld. Was er offensichtlich nicht ist, sonst hätte jetzt alle Spiele Gummis ohne Seite. Ja, diesen Kurven das Gefühl geben, sie sind mächtig. Das ist einfach sehr gefährlich. Sie haben eine wirtschaftliche Beschütung. Ja, aber das ist der Anfang von dem, wo, ja, bei Lazio haben sie das nicht. Bei Lazio erpressen sie den Verein in ein Gratis-Abonnement. Das ist noch eine andere Kategorie. Einen rechtsradikalen, faschistischen Hintergrund, der zum Kotzen ist. Ich sage, es endet dort, wo es bei Lazio endet, dass der Club in den Fängen ist von diesen Kurven, wenn man zu viel Macht gibt. Und das andere, was für mich dazu kommt beim Xhaka, da bleibe ich dabei. Wenn du mir 175'000 Stutz pro Woche gibst, dann lasse ich mich gerne dort auspfeifen. Das ist einfach im Lohn im Begriff. Wie viel hat er da heute? Weißt du das gerade? Wir wissen, wie weit dass wir jetzt genau sind, da angreifen. Ich wollte es dir nicht sagen. Ich habe es dir extra nicht gesagt. Wir haben ganz tief müssen in die Tasche langen, damit der Mensch kommt. Die Verpflichtung von Mama ist teuer gewesen. Ja, Verhandlungen, auch etwas mit. Darum können wir nur einmal im Monat so einen Podcast machen. Jetzt sind wir am Schluss wieder, sorry, beim Petkovic. Es ist,
die sind zu wenig geschult im Mentalen. Hey, ich habe einen Mentaltrainer, sorry. Ich habe einen Coach, für in der Schweiz ein bisschen Kabarettist zu sein. Es gibt Seiten von einem Geschäft, die du aushalten musst. Der Zuccolini ist im Knie ausgepfiffen worden und hat es überleben müssen, mein Kabarettistenkollege. Es gibt in jedem Beruf schwierige Situationen und in diesem Beruf finde ich einfach, der Schakka hat wieder nicht souverän reagiert. Er war wieder nicht gut geschult gewesen, um wie er soll kommunizieren. Und jetzt sind wir am Schluss wieder beim Petkovic. Der Teil vom Mentalen, von der Kommunikation, wird extrem von den Clubs und vor allem vom Schweizer Verband vernachlässigt. Du hast einen Mentaltrainer? Ich arbeite mit jemandem. Was macht er mit dir? Ja, das wird uns Zeit führen. Wie bin ich parat am Samstagabend am 8. am Tag X, sei das Gerlafingen oder Stadttheater Schaffhausen, und wie ernähre ich mich, wie schlafe ich, wie tue ich mich vorbereiten, wie konzentriere ich mich. So, Übungen. Ja. Ich finde es schön, dass wir am Ende von dem Podcast doch noch die Schlagziele haben, wo wir rausgehen können und Blick. Benz Friedli outet sich, ich habe einen Mentaltrainer. Ja. Es war mir eine Freude gewesen. Das machen wir jetzt jeden Monat. Bin ich dabei? Könnt ihr dir auch mal eine Frau einladen? Wir haben ja eine Frau eingeladen in diesem Podcast. Meinst du, wir haben dich um eine Schuss eingeladen? Ja, genau. Jetzt bin ich Frauen-Fan und Frauen-Versteher, aber es reicht also noch nicht. Das musst du für dich beurteilen, ob es für dich schlangt oder ob es operativ noch etwas braucht. Und zu den spanischen Frauen könnte man einfach noch sagen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Könntet aber GC-Ruderer im Fall auch sagen, gell? Warum? Ja, sie kommen auch nicht gleich viel über die GC-Fußballer. Die bekommen auch nicht mehr so viel. Aber immer noch mehr als der Ruderer, glaube ich. Okay. Die Hure Ruderer. Was hast du gerade? Der Ruderer? Gut, schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heisst. Tom Gisler, der Ruder-Podcast. Die Hure Ruderer. Beim Rudern zuhören. Das klingt für mich jetzt nach Hans Jucker. Das ist der Hans Jucker. Die Scheissboni.